Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Wellnessberaterin und staatlich geprüfte Kosmetikerin Katharina Vogel und bei mir erlernt ihr die wichtigsten Kenntnisse zur natürlichen Gesichtsverjüngung sowie praktische Behandlungsmethoden zur ganzheitlichen Schönheit. Das heutige Video ist für alle wertvoll, die gerne lernen möchten, ihre Zornesfalten sowie Querfalten in dem Bereich zwischen den Augenbrauen selbstständig zu korrigieren. Die Querfalten sowie Zornesfalten in dem Bereich zwischen den Augenbrauen entstehen aufgrund der Anspannung von drei mimischen Muskeln. Wir haben hier einmal den Musculus procerus, das ist der schlanke Muskel. Dieser verläuft auf dem Nasenrücken und strahlt in die Stirnhaut zwischen den Augenbrauen hinaus. Bei Anspannung zieht er die Haut zwischen den Augenbrauen nach unten und es entsteht eine sichtbare Querfalte entlang der Nasenwurzel. Die weiteren beiden mimischen Muskeln sind die Augenbrauenrunzlermuskeln. Hier haben wir einmal den Musculus corrugator supercili sowie den Musculus depressor supercili. Diese verlaufen ca. unterhalb der Augenbraue bis hin zur Mitte der Augenbraue. Bei Anspannung ziehen sie die Augenbrauen in die Mitte und nach unten. Und es entstehen entweder mehrere senkrechte Falten oder auch nur eine Zornesfalte zwischen den Augenbrauen. Wir setzen diese Muskelpartien oft in Anspannung, wenn wir uns intensiv mit etwas gedanklich auseinandersetzen. Wenn wir zum Beispiel uns konzentrieren, Entscheidungen treffen, aber auch bei einem Empfinden von Diskomfort und Anspannung. Dies geschieht natürlich sehr, sehr häufig. Dadurch fällt dieser Bereich in eine dauerhafte Anspannung, die selbst dann sichtbar wird, wenn wir der Meinung sind, wir sind vollkommen entspannt. Da wir jetzt wissen, dass die Zornesfalten sowie Querfalten muskulären Ursprungs sind und dessen Anspannung liegen, können wir hier wunderbar mit bestimmten Gesichtsmassagetechniken auf die Entspannung dieses Areals einwirken. An dieser Stelle kommen wir nun zum praktischen Teil. Ich möchte euch darauf hinweisen, dass wir alle Gesichtsmassagen sowie die Behandlungen, die ich euch zeige, grundsätzlich auf dem gesunden Körper durchführen, auf dem gesunden Organismus. Besondere Kontraindikationen gelten für Fieberzustände, jegliche Art von Entzündungsprozessen im Körper, Ausschläge, Erkrankungen sowie Entzündungen in den zu massierenden Areal sowie Faltenunterspritzungen, die nicht länger als 6 Monate zurückliegen. Da wir mit der kommenden Gesichtsmassage und mit der Behandlung die Durchblutung aktivieren, den Lymphfluss sowie die Mikrozirkulation, kommt es hier automatisch in dem Areal zu einem vermehrten Abtransport von Giftstoffen. Dies ist natürlich förderlich für die Klärung und Entstauung, hat aber den Nachteil, dass hier zum Beispiel Unterspritzungen, die gesetzt wurden mit Botulinumtoxin, auch schneller abgebaut werden. Doch sucht ihr eine Alternative zu den herkömmlichen invasiven Methoden oder wollt ihr erst gar nicht davon abhängig werden, wären die kommenden Massagetechniken für euch wunderbar. Wichtig ist auch zu wissen, dass das Augenbrauenrunzeln eine Angewohnheit ist und jede Angewohnheit kann man sich auch wieder abtrainieren. Ich zeige euch eine ganz besondere Methode nach der Gesichtsmassage, die Taping-Variante, womit ihr auch an der Gewohnheit des Augenbrauenrunzelns arbeiten könnt. Ich wünsche euch nun viel Spaß mit der kommenden Behandlung. Ihr braucht nichts weiter dafür, außer ein sauberes Gesicht sowie saubere Hände. Ihr könnt alle Gesichtsmassagen im Liegen durchführen. Wenn das nicht klappt, dann setzt ihr euch bitte auf einen Stuhl, stellt die Ellbogen auf dem Tisch ab und lehnt euren Kopf auf die Hände ab. Dies machen wir aufgrund dessen, damit wir die Hals- und Nackenmuskulatur entlasten. Wir setzen mit dem Gewicht des Kopfes auf den Fingern, von der Nasenwurzel bis zur Stirn ausstrahlend, tief und starke Streichungen. Zeigefinger und Daumen das tiefe Gewebe ab der Nasenwurzel mit der Querfalte greifen und zwischen den Fingern bei mittlerer Druckstärke kneten. Kneten weiter bis zur Augenbrauenmitte und wechseln dann zur anderen Seite. Hierbei werden auch die Spannungen in diesem Bereich spürbar. Thank you.
Wir gehen über in die Dehnungen mit den Zeigefinger und Daumen beider Hände, greifen dabei tief zuerst in die Partie zwischen den Augenbrauen und dehnen diese leicht nach außen und etwas nach oben. Dabei wechseln wir auch hier von einer Seite zur nächsten. Wir legen nun unsere Finger unterhalb der Augenbrauen und drücken diese gesamte Partie von innen nach außen aus. Dabei nutzen wir das Gewicht unseres Kopfes. Wir streichen die gesamte Stirn von innen nach außen zu den Schläfen. Wir setzen Streichungen mit den Fingern zwischen den Augenbrauen. Wir öffnen nun jede Falte und behandeln diese mit kleinen, leichten und oberflächlichen Zupfbewegungen unserer Fingernägelspitzen. Wir kommen nun zum Taping-Verfahren. Die einfache Variante ist, ihr schneidet ein Tape der Länge nach, circa so lang wie eure Falte, mit einem Zentimeter Durchmesser in der Breite. Ihr nehmt die Schutzfolie ab, der Länge nach, öffnet eure Falte. Wichtig ist, dass ihr die ganze Partie anspannt, sodass sich die Falte vollkommen öffnet. Und ihr setzt direkt darauf das Tape. Ohne Anspannung, einfach nur direkt auf die Falte. Lässt los. Somit haben wir jetzt die Einbuchtung geöffnet in der Falte und die Haut kann sich besser glätten. Ich habe zwei senkrechte Falten, deswegen werde ich auf der anderen Seite auch wieder. Wir lösen die Klebefolie. Öffnen die Hautfalte und setzen direkt auf die Hautfalte das Tape auf. Ohne Spannung, einfach nur glatt streichen. Diese Applikation könnt ihr für 2, 4, 6 Stunden drauf lassen. Ich zeige euch jetzt, wie wir das Tape wieder lösen. Dies werden wir ganz zart und langsam durchführen. Wir lösen das Tape ganz vorsichtig und langsam von der Haut. Wir kommen nun zur zweiten Taping-Variante. Dafür werdet ihr euch bitte das Tape in ca. 4 bis 4,5 cm Länge der Länge nach abschneiden. Die Breite ist 1 cm. Wir lösen nun den Anfangsteil ca. 1 cm. Ihr misst jetzt eure Augenbraue ab, erfasst die Mitte und hinter dieser Mitte beginnen wir mit unserem Zentimeter. Den setzen wir dort an. So, ich habe es bei mir gefunden. Nun lösen wir etwas von der Klebefolie, spannen die Partie und die Augenbraue nach oben und zur Seite in einen 45-Grad-Winkel. Spannen nun auch das Tape an. Und setzen dieses bis zur Augenbrauenmitte. Nun den kleinen. Das gleiche Verfahren werden wir nun auf der anderen Seite durchführen. Wir lösen 1 cm von der Klebefolie ab, suchen die Mitte unserer Augenbraue, lassen einen halben Zentimeter Abstand von der Augenbraue.
kleben das Tape dort auf, lösen etwas von der Klebefolie. Nun ziehen wir das Tape und die Augenbraue nach oben und zur Seite in einen 45-Grad-Winkel. Straffen wir die ganze Partie. Wir straffen auch das Tape an, biegen es etwas ab und setzen es zwischen die Augenbrauen an. Das kleine Häkchen setzen wir einfach an. So, das Zeichen, dass ihr alles richtig gemacht habt. Ihr habt ein Gefühl, dass sich die Zone zwischen den Augenbrauen öffnet. Ihr könnt diese Applikation bis zu 6 Stunden drauf lassen. Ich zeige euch jetzt, wie ihr die Applikation auch wieder entfernt. Das macht ihr bitte ganz zart. Stück für Stück rollt ihr das Tape hoch von der Haut ab. Die andere Seite auch. Ganz langsam und zart. Stück für Stück. Bitte die Hautpartie nun reinigen und nach Bedarf könnt ihr eine Creme auftragen. Ich danke euch herzlichst fürs Zuschauen. Hat euch das Video gefallen, so setzt mir ein Like, abonniert meinen Kanal, sodass ihr immer auf dem Laufenden seid, sobald ich neue Videos hochlade. Ihr könnt mir sehr, sehr gerne unterhalb des Videos in den Kommentaren eure Wünsche äußern, welche Themen euch noch interessieren würden. Gerne teile ich mein Wissen mit euch. Ich hoffe, durch diese Gesichtspassage und durch diese Behandlung, die ich euch gezeigt habe, findet ihr auch den Weg zu eurem persönlichen, individuellen, schönen Gesicht. Denn jeder von uns ist einzigartig und es ist schön, wenn man sein Gesicht optimieren kann, aber auch mit natürlichen Methoden. Ich danke euch, ich wünsche euch alles Liebe. Bis bald!